bevor sich die Stadtrodaer Bevölkerung von den Therapie- und Sicherheitseinrichtungen in dem Kliniksgebäude in ihrer Nachbarschaft überzeugen konnten, wurde der 27 Millionen Euro teure Neubau in einem Festakt den Nutzern übergeben. Dabei dankten alle Redner vor allem dem Stadtrat, der den Bau in der Stadt möglich gemacht hatte. Aus den Händen der Architektin Barbara Lewicke erhielt dann die Chefärztin Helmburg Göpfert-Stöbe den symbolischen Schlüssel zur neuen Klinik für forensische Psychiatrie. Hier werden in Zukunft Straftäter betreut, die wegen einer psychischen Erkrankung nur sehr eingeschränkt oder gar nicht schuldfähig sind. In der Klinik steht natürlich im Vordergrund der medizinische Aspekt. Das heißt, wir haben ja Patienten, die sind psychisch krank. Die häufigsten Diagnosen unserer untergebrachten Patienten sind natürlich psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Psychosen, Schizophrenien, Persönlichkeitsstörungen, oft einhergehend mit Störungen der Sexualpräferenz, leichte geistige Behinderungen, seltener hirnorganische Störungen. Und in sehr vielen Fällen, etwa in 30%, einhergehend zugleich mit einer Suchterkrankung. Die Mitarbeiter der Klinik führten durch die neuen Räume, zeigten zum Beispiel die Zimmer, in denen die Patienten im Schnitt 5 bis 6 Jahre wohnen. Im Gegensatz zur bisherigen Unterbringung im alten Kliniksbau gibt es nur 1- und 2 Bettzimmer. Das senkt das Aggressionspotenzial. Die Zimmer haben nur Fenster zu den Innenhöfen. Ein ausgefeiltes Gängesystem trennt Besucher von den Patienten. Das Asklepios-Fachklinikum übernimmt als privater Träger mit dem Maßregelvollzug hoheitliche Aufgaben unter Landesaufsicht. Die Investition wird refinanziert durch einen Kapitalkostenzuschuss zum Tagespflegesatz, der über 200 Euro liegt. Ein ganz moderner Maßregelvollzug mit der modernsten in Deutschland. Und damit ist sowohl die Therapie sehr viel besser möglich, als auch die Betreuung. Und was sicher gut gelingt, dass damit möglicherweise die Täter auch eher so weit rehabilitiert werden, dass sie wieder zurück ins gesellschaftliche Leben kommen können. Mit dem Umzug werden zu den bisherigen 108 Mitarbeitern der forensischen Klinik weitere 42 hinzukommen. Alle Ärzte, Pfleger und Betreuer sind speziell qualifiziert und arbeiten im Team. Für sie verbessern sich die Arbeitsbedingungen im Neubau. Wir haben sehr viel mehr Räume für Einzeltherapien, wir haben sehr viel mehr Räume für Gruppentherapien, wir haben ein großes kliniksinternes Ergotherapiegebäude, sodass wir dort viel mehr Verfahren als bisher anwenden können. Wir haben Sportplätze zur Durchführung von Sport- und Bewegungstherapie, also insgesamt durchaus verbesserte Bedingungen für die Durchführung der Therapie psychisch kranker Straftäter. Nach einer Sicherheitsprüfung mit Polizei und Feuerwehr werden die Patienten Mitte Februar in die neuen Räume einziehen.